Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sichern erstmal gerade den Spielstand. Denn wir sind jetzt April Ban Bandana Dubi Gedöns. Die unter den kleinen. Oh, Grafikfehler. Wieder raus. Okay, wir haben jetzt irgendwie so einen Stein bekommen. Hier. Banderstein. Das ist das Stück von der Steinscheibe, das ich von den Banda bekommen habe. Schauen wir uns das gerade an. Kann ich das benutzen? Ja, kann ich nicht. Hier ist nochmal ein Vogel. Wir können mal mit Krähe gerade schnacken. Aufwachen! Ich installiere das für mich jetzt nicht in OBS Classic. Aber du hättest recht drin, Sven. Könnte ich tatsächlich. Mach das große Licht aus, Mami! Der Vogel ist so geil. Das ist die Sonne, Krähe. Willkommen in der Welt der Lebenden. Der hat auch gekifft gestern Abend. Ich habe von einem fetten Puter mit roten Schuhen geträumt. Wow. Du warst da und er war da und vielleicht war es gar kein abgreifen, Traum. Abgreifen, nicht angreifen, abgreifen. Weißt du, dass du dringend in Behandlung gehörst? Wir sollten jetzt alle gehen. Irgendwelche sofort. Drogen ins Essen gemischt. Wirklich? Na gut, schnappen wir sie uns. Wen verfolgen wir nochmal? Einen bösen Alchemisten, der die Welt mit seiner mächtigen, zerstörerischen Magie unterjochen will. Jo. Ja, genau. Ich achte dabei auf andere mögliche Gefahren, ja? Wie plündernde Mäuse? Oh, die gibt's vielleicht ja auch in dieser Welt. Mach das, Krähe. Vielen Dank. Jo. Dankeschön. Okay. Ob was weg? Stein ist weg? Ich kann erst nach Makuria zurück, wenn ich den bösen Alchemisten dazu gebracht habe, den Wind freizulassen. Ja, ich weiß. Ich muss nach vorne schauen und nicht zurück. Okay. Na toll. Ich höre mich schon an wie das 10-Punkte-Programm zum positiven Denken. Es gibt keinen Grund. Es gibt kein. Oh, zum Sumpf. Ah, oh, er geht zum Sumpf. Okay. Sumpfwasser. Da unten bewegen sich Schatten. Große Schatten. Mücken. Überall Mücken. Ich hoffe, dass sie mich nicht riechen und zustechen. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, ist Malaria. Okay. Gehen wir mal rüber. Da hätten sie mich doch letzte Nacht dann schon totstechen müssen. Obwohl, ich bin ja unter der Erde, ne? Nee, ist okay. Ich werde diese Tortur nicht nochmal mitmachen. Klar, aber wenn ich das will, machst du das. Habe ich was verloren? Ich glaube, ja. Egal, was es war, eins dieser Dinger hat es wahrscheinlich gefressen. Was ist eins dieser Dinger? Ich habe auf jeden Fall wirklich was verloren, denn der Banderstein war eben gerade... Ich habe den halben Tag gebraucht, um durch den Sumpf zu kommen. Ich kehre erst um, wenn es unbedingt sein muss. Irgendwas habe ich verloren. Ich weiß nur nicht, was. Weil der Stein war vorhin auf der zweiten Seite alleine. Hütte habe ich? Ich habe alles relevant. Was habe ich denn verloren? Lila Blumen. Oh, die kann ich anklicken. Hügel hinauf. Okay. Da, blaue Blume. Wir stecken natürlich alles ein, was wir irgendwie kriegen können, in unsere kleinen, fettigen Finger. Sie sehen aus wie dunkellila Tulpen mit einer seidigen Oberfläche. Sehr schön, aber etwas morbide. Sie würden auf eine Beerdigung passen. Das ist die beste Beschreibung von Blumen, die ich seit langem bekommen habe. Hier, sag mal ein paar ein. Sie fühlen sich sehr weich und lindernd an. Fast wie Feuchtigkeitscreme. Ich nehme ein paar mit, falls meine Hände austrocknen. Wie heißt es so schön? Allzeit bereit. Genau, wir befinden uns in einer fremden Welt, fantasievoll, wie auch immer, haben keine Ahnung, haben vorhin, reiben uns die Hände mit irgendeiner Lotion ein, bei der wir nicht wissen, ob sie giftig ist oder nicht. Klasse Idee, April. Ja, dann mal den Hügel hinauf. Naiv wir sind, ey. Ich werde nicht mehr. Okay, wir hatten eben die Hänsel- und Gretel-Anspielung. Kommt jetzt Dornröschen oder was? Ist ganz schön laut, ne? Das muss das Schloss von Rupert Clegg sein. Die Schwebevorrichtung kann sich nur ein schwerreicher Mann leisten. Ein Sumpf? Ebene hinab, na dann.
Statue? Oh, Busch. Die Beeren sehen reif und saftig aus. Aber ich bin lieber vorsichtig. Wahrscheinlich sind sie giftig und bestimmt sehr cholesterinhaltig. Alter, willst du mich verarschen? Aber reibst dir die Hände mit einer vielleicht giftigen Lotion ein. Das Mädchen macht mich fertig, ne? Nein. Der sumpfige Boden vor den Beeren ist zu trügerisch. Ich würde stecken bleiben und ertrinken. Ich sehe keinen sumpfigen Boden. Okay. Schauen wir uns die Statue an. April, ein bisschen schneller. Schöne Steinmetzarbeit, aber nicht sonderlich realistisch. Okay, kann ich diesen... Ist das eine Kette? Kann ich die benutzen? Komisches Zeug. Meine Finger kribbeln. Ach du liebe Güte. Was bist du? Ich glaube, er hat Hunger. Ich verstehe nicht, was du sagst. Versuch doch, den Mund etwas zu öffnen, ja? Ich glaube, der hat Hunger. Unmöglich? Okay, aber es muss doch einen Weg geben, dir beim Sprechen zu helfen. Übrigens, kannst du mir helfen, in das Schloss zu kommen? Ist schwer zu lesen. Ich weiß nichts über Magie. Tut mir leid. Aber April versteht, aber ich werde versuchen, dich etwas aufzuweichen. Aufzuweichen. Gott sei Dank haben wir ja diese wunderbare Feuchtigkeitslotion aufgesammelt. Feuchtigkeitsspendende Blume. Ich werde nicht mehr, ne? Ernsthaft, wir reiben den jetzt ein. Oh, gut, dass ich das hier so... Das geht nicht. Die steinerne Oberfläche ist zu hart und die Blüten sind nicht feucht genug. Ich glaube, ich muss sie mit etwas mischen, damit sie sich auftragen lassen. Nein, das Sumpfland ist zu gefährlich zum Herumlaufen. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ist zu gefährlich zum Auftragen. Okay, womit muss ich es mischen? Mit Bonbon. Allzweckaffe, Flöte. Ah, warte mal, vielleicht kann ich die Flöte ja benutzen und den Vogel nehmen, damit er mir die Bären holt. Das ist bestimmt die Lösung. Hör auf, das wird die Lösung sein. 5 Sekunden, Cutscene! Ja, guck mal, du landest hier schon genau auf dem Boden. Hier draußen ist es kalt. Du solltest dir einen Pullover anziehen. Du kannst dir jetzt keine Erkältung leisten, wo das Schicksal des bekannten Universums auf deinen Schultern ruht. Das kann da so viel ruhen, wie ich will. Mir geht's gut, danke, Krähe. Und dir? Ich halte die Augen auf, fliege im warmen Wind und übernehme die Luftüberwachung. Das kann ich sehr gut. Ich habe dich aus 100 Metern Entfernung entdeckt. Hm? 50% für den anderen. Beeindruckend. In der Tat, Keks. Jo, man nennt mich nicht umsonst den Herrn der Lüfte. Wir sind die Herren der Winde. Nennt man dich wirklich so? Nein, aber bald. Du wirst schon sehen. Der Vogel ist übrigens geil. Na, was kann ich für dich tun, Süße? Ich will die blöden Bären da hinten haben. Kann ich den Vogel nehmen? Geil, ich kann den Vogel nehmen. Hier. Ha! Was habe ich euch gesagt? Wir müssen den Vogel nehmen, um die roten, Krähe? Saftigen Beeren zu benutzen. Ich möchte, dass du dort rüberfliegst und mir ein paar Beeren pflückst. Und, Krähe? Ja, gnädige Frau? Ich hab's euch gesagt. Iss keine Beeren. Nein, gnädige Frau. Werden heute oder morgen geklippt? Wie hast du denn heute geklippt, Brina? Also, die kannst du auch gerne im Discord alle reinposten für die Leute zum Schauen. Ne? Da, die Möglichkeit habe ich ja gegeben. Ihr habt so einen Twitch-Clips-Kanal. Da könnt ihr von mir oder von anderen Leuten einfach Clips reinballern, die witzig sind. Danke, Krähe. Genau. Ich werde hinauffliegen und meine Augen trainieren, bis ich die niedlichen Vögel schon von weitem entdecke. Ist schon ein bisschen sexistisch, der Vogel, ne? Ist nur am Saufen und ich habe vorhin... Das ist so geil, ne? Oh, ich habe geträumt von so einem Puter... mit roten Stiefeln. Und ich dachte so, what the fuck? Okay, wir haben jetzt schöne rote Beeren.
mischen sie mit der feuchtigkeitsspendenden Creme und machen eine Creme draus. Oh Gott, das Spiel ist so durch. Geh mal schneller und reib mal die Steinstatue ein. Vielleicht wird's ja weich. Da, geht's dir besser? Leider wird die Salbe nicht lange wirken, fürchte ich. Übrigens, ich heiße April. Nein, ich bin Sönern. Aus unserem Navigator. Du musst mir raushelfen. Ich halte es nicht länger aus. Ah, unser Navigator. Was ist mit dir geschehen? Ich halte sie länger aus. Was ist das Loot? Der Alchemist hat mich verzaubert und in Stein verwandelt. Dann hat er mich als Torwächter und als Anker für sein verfluchtes Schloss hier abgesetzt. Das war vor beinahe 6 vollen Monaten. Also 6 Monaten. Du stehst schon seit einem halben Jahr hier? Ich hab aufgepasst. Das Gleichgewicht sei verflucht. Wenn du es so sagst, klingt es nach einer Ewigkeit. Meine Frau ist wahrscheinlich schon neu verheiratet. Nach 6 Monaten? Verfluchte Magie. Wow. Die Neuere hatten recht. Was heißt das, die Neuere hatten recht? Was heißt das, die Neuere hatten recht? Dass wir schon zu lange der Gnade des Gleichgewichts ausgesetzt sind. Es wird Zeit für Veränderung. Die Leute sollten wieder selbstständig werden. Ah, du bist so ganz komisch. Wie hätte dir das denn geholfen? Zunächst mal gäbe es keine wilden Magier wie Rupert Klecks mehr, die nur Ärger machen. Rupert Stimmt's? Klecks. Mhm. Ich will nicht mit dir über Politik streiten, Lauren. Ich bin in Eile. Dann lass es nicht wert. Wer streitet derzeit hier? Derzeit war das normal. Verflucht sei mein steinernes Gefängnis. Hol mich hier raus. Ja, der Junge ist ganz steif. Wie kann ich dir helfen? Es geht nicht nur um mich, April. Da oben gibt es Dutzende Männer, Diener, Seeleute, Händler und Soldaten. Alle wurden von ihren Herren hergeschickt, um mit Rupert Klecks fertig zu werden. Wir wurden allesamt versteinert. Und unsere Seelen sind in einem Kristall gefangen, den der Verrückte in seinem Turm aufbewahrt. Jetzt muss ich den Typen besiegen, um seine Seele zu kriegen. Die ihm nicht gehört. Oh nein. Das verfluchte Problem mit dem Gleichgewicht hat die natürliche Ordnung auf den Kopf gestellt. Mit den Neueren an der Macht wäre das nie passiert. Die Dinge wären wie früher, in uralten Zeiten. Und dann hätte es andere Probleme gegeben. War damals denn alles gut? Natürlich gab es auch Probleme. Aber dieser Riss ist unnatürlich. Technik und Magie gehören zusammen. In die Hände der Leute. Nicht in die Hände eines nackten Hütertypen in einem abgelegenen Turm. Warum ist er nackt? Hör zu, es gibt im Moment Wichtigeres. Wie komme ich in den Berg, besiege diesen Klecks und befreie eure Seelen? Du hast recht, April. Und ich spüre, wie meine Muskeln wieder versteinern. Wir müssen uns beeilen. Mach dir neue Feuchtigkeit. Wie komme ich in den Berg? Ich lasse die Treppe für dich runter. Wenn Klecks kommt und geht, weicht er mich etwas auf, damit ich die Treppe für ihn rauf und runter ziehen kann. Danach versteinert er mich dann wieder. Ja, also als Magier. Sobald du drin bist und wenn du es schaffst, den Verrückten zu besiegen, obwohl ich nicht weiß, wie eine junge Frau wie du das schaffen soll. Hey, ich kann sehr einfallsreich sein und ich bin auch keins dieser Hafenhäschen. Hafenhäschen. Was bist du nicht? Jedenfalls, wenn du Klecks besiegt hast, musst du sein Labor finden und den Kristall, den Seelenstein zerstören. Das müsste den Zauber brechen und uns unsere richtigen Körper wiedergeben. Hört sich wie ein Plan an. Jo. Also, los geht's. Achte auf deinen Kopf, Brina, wenn wir duschen, sind wir alle nackt. Okay, wir haben irgendwie den Storypart wieder geschafft und jetzt darf ich auf meinen Kopf aufpassen. Jetzt fällt mir die Leiter wahrscheinlich gleich auf den Kopf. Ja, dann sagen wir doch mal den fiesen Magier Hallo. Berg betreten. Hallo, Berg. Gut, dass du nicht Andrea heißt. Okay, hier liegt irgendwie ein Labyrinth. Toll. Ich liebe sowas. So. Spring! Spring in den Abgrund! War das unser Vogel? Wer war das? Warte. Sag nichts. Ein böser Zauberer. Die hören sich alle an wie Richard der Dritte auf Dope. Auf Dope. Okay, das Spiel lebt halt mit dem 90er-Jahre-Flair und Humor. Okay, guck mal, hier ist irgendein Pergament. Sauber. Ein zusammengerolltes Pergament. Will ich haben. Was habe ich hier noch? Ein Wasserspeier? Er streckt seine Hand aus, als bittet er um etwas. Er will das Pergament haben, ne? Eine Sanduhr.
Der Wasserspeier trägt eine große Sanduhr. Okay, hier ist Engel und hier ist Teufel. Er streckt seine Hand. Pass auf. Werde nicht benutzen. Ich kann die Sanduhr aber benutzen. Okay, wir kriegen jetzt irgendein Raumrätsel. Wir haben hier drei Türen. Glaube ich. Das ist eine Tür. Da ist eine Tür. Und nu? Schneller, April. Okay. Wir holen uns mal die Pergamentrolle, weil die brauchen wir anscheinend für den Die böse Spiegel-April ist wohl etwas sauer. Was bin ich? Sie will wohl nicht, dass ich das Pergament kriege. Ernsthaft? Ernsthaft, Entwickler? Fast wie in der Folge von Raumschiff Enterprise mit dem doppelten Spock. Wie ein gespiegeltes, finsteres Ich. Es ist einfach so Ende 90er. Es ist unglaublich. Okay, hier geht's in Nebel. Die Sanduhr kann ich nicht bedienen. Dann gehen wir mal in die Tür rein. Eine Steintür. Ja, dann gehen wir da nochmal hin. Wie bescheuert ist das denn? Muss ich den Spiegel vielleicht einwerfen? Wer klopft da? Ist das auch wieder die böse April? Okay. Ja. Kann ich was zum Einschmeißen? Okay, Allzweckaffe. Hilf mir nicht. Was soll ich denn machen? Okay, wir können auch in den Nebel gehen. Ich bin nicht sicher, wie ich hier gerade weitergehe, also gehen wir in den Nebel. Wir können ja notfalls immer noch wieder zurück. Autsch! Mann, das sind ja nur aufgemalte Treppen. Das ist unfair. Jetzt begreife ich, wie sich Coyote Karl fühlt. Dieser verdammte Roadrunner. Aufgemalte Treppen. Okay, wir fangen an jetzt das Inventar. Karte vom Nordland hilft mir gar nichts. Das ist ein Rätsel. Okay, womit könnte ich denn das Ding einschmeißen? Ich habe Geld. Im Zweifelfall sind Münzen. Immer gut, aber. Kann ich das einfach nochmal nehmen? Nix da, ich trau dem Spiegelbild nicht. Das ist kein nettes Mädchen. Ja, Looney Tunes, ne? Ich sag ja, es sind Tonnen von Ende 99, also Anfang 2000er Anspielung tonnenfach hier drin. Was kann ich denn machen? Ah, guck mal hier, mein Foto. Oh, ne. Warum hab ich das denn? Ich hatte das bisher nicht einmal gebrochen. Aber. Ein Foto von Charlie, Emma und mir. Markus hat es vorigen Monat okay. Im Florence Park aufgenommen, bevor es so heiß wurde. Tagebuch? Bis jetzt habe ich mein Tagebuch noch nicht verloren. Kann ich das nehmen? Ob ich da so schnell rübergehe, wenn es passt, dann macht so dieses Glitzer-Sound. Hier, diesen hier. Nochmal. Den wird mir gerade nicht angezeigt. Stein, nicht irgendwas. Ditkarte? Muss ich meinen Eintritt bezahlen? So, jetzt habe ich noch einen Rechner gewechselt. Yo, VIP! Jetzt bin ich aber unschlüssig, was ich tun soll. Ich rufe mal den Vogel. Ich möchte ganz gerne das Ding benutzen. Mit mir selber. Geht nicht. Okay. Wenn ich nicht mal den Vogel rufen kann, warum nicht? Eine Karte des Nordlandes. Oh, tschö, da ist die Flöte. Ich hätte jetzt gesagt, soll der Vogel mir doch das Ding holen. Er scheint nicht da zu sein. Ich versuche später nochmal.
Okay, Gewitter, hab aufgehört. Okay. Das ist unschön. Den Vogel kann ich nicht rufen. Oh, das. Sie läuft. Ich brauch sie nicht nochmal aufzuziehen. Ne, das meine ich, dieses. Seht ihr? Da würde ich hören, wenn es geht. Darum bin ich gerade überlegen, was ich jetzt machen muss. Weil ich stehe jetzt tatsächlich gerade. Ein bisschen vor. Irgendwas, was ich klicken muss? Weil das Einzige, was ich bedienen kann. Die Wasserspeier irgendwas geben sollen? Womit kann ich die Tür denn bedienen? Ach, ich klopfe. Wie bescheuert. Was ist das denn? Eine Sanduhr. Okay. Da freut er sich jetzt. Okay, wir sind am... Wie bescheuert, ne? Dass man die Wand zweimal ankloppen muss. Naja, gut. Verflucht das Gleichgewicht. Yay, neues Rätsel. Yay. Okay. Hallo? Hä? Kann ich jetzt den Vogel rufen? Jetzt kann ich ihn rufen. Oder er ist wieder nicht da. Regelt. Er scheint nicht da zu sein. Ich versuche später nochmal. Eintreten. Irgendwas, was ich anklicken kann? Aber da komme ich doch wahrscheinlich genau wieder raus, wo ich eben drin war. Oder sind die Türen jetzt anders gepolt? Wie bin ich bloß hierher gekommen? Ich bin nicht gelaufen. Oh, ich vergaß. Magie. Schon wieder. Was? Na, 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 na. Du stimmst. Er streckt seine Hand aus, als bittet er um etwas. Er will Geld haben. Seine Hand brennt. No shit, Sherlock. Seine Hand brennt. Ah. Die Tür kann sprechen. Ernsthaft. Was ist? Ernsthaft? Was ist das? Ey, ich hab da doch gerade draufgeklickt. Wie bin ich da hingekommen? Ich will da wieder hin. Jetzt anders. Okay, wir hängen aber wieder mit dem Rätsel fest. Aber das kriegen wir auch hin. Wir sind ja nicht doof. Okay, mit dem Gelächter. Da haben sie auch wirklich den besten Synchronsprecher rausgekramt, den sie irgendwo kriegen konnten. Ne? Dreh das Ding und lauf, Mädchen. Oder ist der Weg jetzt irgendwie länger geworden? Dodui, eine wunderschöne Nacht wünsche ich dir.
Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Morgen gibt's übrigens Breakfast beim Community Gameplay und davor Rage, ne? Ja, wir wissen das schon, dass du super lachen kannst. Kann ich mir das Ding jetzt... Nix da, ich trau dem Spiegelbild. Okay, dann ziehen wir mal gerade hier an der Sanduhr. Aber wir gehen das mal neben. Die Treppe ist nur aufgemalt. Ja, ist okay, dann gehen wir hier dran. Komm, 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 bedien die Sanduhr. Schnell. Nochmal Sanduhr bedienen und rüber. So, bin jetzt auch ungeteilt hier. Ja, Brina, hast du noch knapp 3 Minuten. Guck, der kann genauso fies lachen wie der, sagt er. Ja, dann gehen wir mal durch. Ey, wo sind wir denn da hingekommen? Wir haben jetzt hier das Ding da freigeschaltet. Das ist das Gleichgewicht. Ah, jetzt bin ich hier. Ich frage mich immer noch, wie ich da hingekommen bin. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier einen Wasserspeier. Ein steinernes Gesicht. Und ich kann da nichts? Ich habe nichts anderes außer das? Ein steinernes Gesicht. Was bringt mir der Wasserspeier denn jetzt? Ah, warte mal, wir haben doch vorhin auch für den Wasserspeier Geld benutzt. Ja, der will kein Geld. Warum nicht? Was will der? Der will eine Kreditkarte. Der will definitiv eine Kreditkarte. Ja, auch nicht. Als Zweckaffe! Auch nicht. Irgendwas. Ich sehe aus wie ein Dienstmädchen. Und was für eins? Ein steinernes Gesicht. Steinern. Habe ich noch ein bisschen Cremelotion hier? Taschenrechner? Glaube ich nicht, ne? Okay, jetzt stehe ich davor. Was mache ich denn jetzt? Ach, gar nichts. Ich bin nur so rausgetappt. Okay. Organoplastik? Habe ich schon noch nie gebraucht. Bonbons? Nix da, die sind widerlich. Ja, das ist ja egal. Was bringt mir denn das Gesicht? Okay, wenn wir hier wieder austreten, müssten wir hier oben rauskommen. Korrekt? Dieser Ort ist verwirrend. Genau. Er streckt seine Hand aus, als bittet er um etwas. Ja, wir machen das nochmal. Muss ich vielleicht nochmal auspusten? Salz! Salz und Pfeffer? Ein Salzstreuer. Wow! Alter! Okay, Spiel. Interessant, du lässt mich mehrfach im Kreis laufen, damit meine Objekte, die ich schon mal benutzt habe, was Neues haben. Das ist schon gewöhnungsbedürftig. Hier, dreh nochmal eine Uhr. Und rüber, April. Lauf, Mädchen, lauf! Schwing dein Polygon-Hintern! Sehr schön. Gut, liebe Freunde, das Geräusch kennt ihr. Wir sichern das jetzt auch gerade. Kapitel 5. Ich bin begeistert, dass wir so weit geschafft haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Sly. Ciao.